Als einen solcher Zeitzeugen darf ich heute einen Überlebenden des KZ Theresienstadt, der hier vom Aßbank-Bahnhof dorthin deportiert wurde, begrüßen, Herrn Professor Rudolf Gelbart, der auch für die israelitische Kultusgemeinde spricht. Bitte, Herr Professor. Häftling wie ich. Dazu einige Zitate von ehemaligen Häftlingen. Trute Birgi kam von uns vom Konzentrationslager Theresienstadt nach Auschwitz. Und sie schreibt Folgendes, und mit diesen Zitaten kann ich mich immer voll identifizieren. Werde ich mit meinem Schmerz und mit meinem Kummer weiterleben? Wenn einem anderen Menschen solche Dinge zustoßen, ist das schrecklich. Aber wenn es einem selbst geschieht, bleibt einem der Schmerz für immer. Man ist damit allein. Nur ein anderer Mensch, der den Holocaust überlebt hat, kann jemals erfassen, was uns widerfahren ist. Diese Erinnerungen sind nicht wie Kleiderstücke, die man ablegen und in einem Schrank verwahren kann. Sie stecken tief in uns. Wir können uns nicht von ihnen befreien. Und die unvergessliche Rosa Jochmann, die ja schon zwischen 1934 und 1938 in Haft war, dann in Gestapohaft und dann viele Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück, sagte in einem Interview: Ich war 7 Jahre im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingesperrt. Wir, die wir aus den Konzentrationslagern zurückgekommen sind, wir sind keine freien Menschen. Die Gnade des Vergessenkönnens ist keinem beschieden, der im Konzentrationslager war. Das kann man nicht vergessen. Es ist nicht so, dass es, je weiter es wegrückt, einfacher oder leichter würde. Es bleibt. Das ist nicht nur meine Empfindung. Wir sind durch das Tor des Lagers nur scheinbar in die Freiheit gegangen, aber in Wirklichkeit ist keine einzige frei geworden. Und als letztes, bei seiner Dankrede, bei der Überreichung des Friedensnobelpreises, sagte der Auschwitz-Häftling Elie Wiesel: Jene, die es nicht erlebt haben, werden nie wissen, wie es war. Die es wissen, werden es nicht sagen, nicht wirklich, nicht alles. Und wenn ich mich jetzt so erinnere, wie wir damals von hier weggefahren sind, ich war damals 12, die Menschen waren voll Angst, und wir sind ins Ungewisse gefahren. Wir wussten aber schon durch Gerüchte, es war im Oktober 1942, von den Massenerschießungen der Einsatzgruppen, also dieser Begriff war uns natürlich nicht bekannt. Wir wussten, dass wir wahrscheinlich die meisten in den Tod fahren werden. Und liebe Freunde, gestattet mir einen ganz kurzen Überblick, was vorher war. März 1938, die deutschen Truppen sind gekommen und schon haben die Reitpartien begonnen. Man hat die Menschen aus den Häusern geholt, sie wurden gedemütigt und geschlagen. Dann der Hinauswurf aus den Wohnungen, der Hinauswurf aus den Schulen. Wir waren dann in einer jüdischen Schule in der Batzmannitengasse, die überfallen wurde. Wir sind unter einen Steinhagel gelaufen, viele verletzt. Und die Polizei
hat zugesehen. Es war die rechtliche und wirtschaftliche Ausgrenzung. Und in Wien wurde praktiziert das Wiener Modell von Eichmann. Und dann der Höhepunkt, und heute gedenken wir, des Novemberpogroms. Tausende Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert. 49 Synagogen zerstört und die vielen kleinen Bethäuser. Und mindestens 27 Juden wurden ermordet. 8000 Juden wurden damals in die Konzentrationslager Auschwitz, Dachau und Buchenwald eingeliefert. Und die Auswanderung, die dann stattgefunden hat, war mehr eine Austreibung. Wie ihr wisst, Eichmann gründete im August 1938 die Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Und nur, es wurde sehr wenig wirklich gut organisiert. Es war eine Auswanderung, es war eine Ausplünderung. Und dann der nächste Schritt. Wir haben Zusatznamen bekommen. Jeder Jude den Zusatzname Israel. Ich musste unterschreiben, Rudolf Israel Gelbart. Und dann die Idee eines Schweizer Beamten, damit man uns ja kennzeichnet, das J in den Pass. Und dann versucht das mitzufühlen, der September 1941, als jede Jüdin und jeder Jude ab dem sechsten Lebensjahr den Stern tragen musste. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche fürchterlichen Erlebnisse wir gehabt haben. Und dann ab März 1941 die Transporte in das Generalgouvernement Polen und ab April 1942 die Transporte in die 6 Menschenvernichtungsfabriken Auschwitz II, Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chełmno oder Kulmhof und Dublin II, Majdanek. Und es wurden 65.459 österreichische Juden ermordet. Ich komme langsam zum Schluss. Aber es begann ja viel früher. Seit Jahrhunderten dieser tradierte religiöse Judenhass, der dann in der christlich-sozialen Partei seit den 80er Jahren grasierte, besonders als der Bürgermeister Lueger 1896 zum Bürgermeister gewählt wurde. Und dann die noch ärgere Variante von den Deutschnationalen, wo eine rassistische Komponente dazugekommen ist. Wie sagte der Schönerer, was der Jud glaubt, ist einerlei, in der Rasse liegt die Schweinerei. Und all dies mündet in eine weitreichende Zustimmung zu den antijüdischen Maßnahmen der Nazis. Und vergessen wir in dieser Stunde auch nicht, wie viele Österreicher, besonders unter den SS-Mördern, hier gewirkt haben. Zum Beispiel in meinem Konzentrationslager waren es alle 3 Kommandeure und der Chef der Lagergestapo. Und wir wissen, dass nach dem Tode von Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner, ebenfalls ein Österreicher war. Und wir sollen hier sehr offen reden. Wenn ich mir die letzte Zeitschrift, die Neue Freie Zeitung der FPÖ ansehe, voll Hass, die Artikel, oder von Mölzer, zurzeit die letzte Zeitschrift, ebenfalls voll Hass.
haben wir ja jetzt vom Niederösterreichischen Landesparteiobmann in den letzten Stunden erlebt. Und deshalb ist eine entschiedene Haltung gegenüber der FPÖ wie immer überaus notwendig. Und ihr, liebe Freunde, denn wir werden nicht mehr lange am Leben sein, ihr müsst unsere Stafette weitertragen, die Stafette jener, die in den Konzentrationslagern waren, die in den Zuchthäusern waren, die bei der Internationalen Brigade in Spanien waren, beim 12. Februar-Bataillon, oder die in den alliierten Armeen gekämpft haben, oder in den Freiheitsbataillonen in Jugoslawien. Ihr müsst diese Stafette weitertragen, und deshalb gilt wie immer die Parole, die heute der Titel dieser Veranstaltung ist: Niemals vergessen, niemals Faschismus.